Gaurangasana, auch genannt Gauranga Asana, ist die Stellung des Yogameisters Gauranga. Gauranga ist der, dessen Körper weiß, leuchtend und schön ist. Gauranga ist auch der Name eines großen bengalischen Heiligen, Chaitanya Gauranga Mahaprabhu, der Begründer der Gaudiya Vaishnava Tradition. Aber dieses Asana ist benannt nach einem anderen Yogameister, nämlich einem der 84 Nath Siddhas, einer der 84 großen Meister der Natha Tradition. Raffaela zeigt, wie es geht. Setze dich auf die Zehen, auf die Zehenspitzen. Halte die Füße mit den Händen und lege dich auf den Rücken. Bringe dann den Scheitel auf den Boden. Dieses Gauranga Asana, eine Variation von Matsyasana vom Fisch. Es gibt ja auch Matsyendra, einer der großen Natha Siddhas, oft als der wichtigste bezeichnet, zusammen mit Goraksha. Und Gauranga Asana gleicht etwas Matsyasana, Fischasana. Gauranga Asana entwickelt die Flexibilität in den Zehenspitzen, auch in den Hüftgelenken, im Brustkorb, in den Schultern und hilft, das Herz zu öffnen und das ganze Energiefeld zum Himmel hin weit werden zu lassen. Gehört zu den Asanas, die Hingabe kultivieren, Freiheit, Freude und Gott erfahrbar machen. Mehr Informationen über Gauranga Asana und viele anderen 1000 Asanas auf wiki.yoga-vidya.de.